Was geht ab, Leute? Heute schauen wir uns mal den Shop an vom 13.04.19, also 2019. Ich hoffe, es gibt keine Lags oder so. Und ja. Wir starten mit dem ersten Outfit, dem Synthia. I don't know. Und ja, so sieht die auf jeden Fall aus. Würde ich euch nicht so raten, weil finde ich jetzt nicht so geil. Breakdance ist ein alter Tanz. Ja. Träumerfüße. Ja. Ganz klar. Finde ich nice. Wolkenschlag. Für 1200 V-Bucks ist es ein bisschen hart viel. Dann Hypernova. Ja, das war dieser Skin, der da war heute Nacht ein Fehler drin. Da gab es dieses grüne Accessoire. Und ja, das habe ich glaube bei Fraps oder so irgendwo halt gesehen. Ja, dann Hackweiser, da haben ja viele gedacht, dass das weggeht mit Season 8, weil da steht Tilted, Delete und Blazend. Ja, ich denke, da wird aber auch noch was passieren damit. Und ja, die hat jetzt eine weitere Stufe bekommen, und zwar die hier. Die und die. Ich finde eigentlich beide ganz nice, aber die finde ich ein bisschen fresher, aber die ein bisschen geiler. Und ja, mit Rückenaccessoire sieht so aus. Finde ich ein bisschen komisch, dieses Accessoire. Sieht eher aus wie von diesen Oktoberfest-Skins. Und ja, nächster Skin, den finde ich auf jeden Fall mega nice. Ja, der hat dann recht nice Rückenaccessoire, vor allem das mit diesem Handschuh da. Und ja, dann gibt es hier den Lebenserhaltung. Die Spitzhacke finde ich auch ganz nice. Ich hatte auf dem Black Knight Account hatte ich den, die und die Spitzhacke und auch die Luftrettung. Die finde ich eigentlich dieses Set mega nice. Und ja, dann hier der bissige Taucher. Den finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz nice. Aber das Rücken, also so als ein bisschen wenig, sagen wir so. Und ja, halt, das war noch nicht das Einzige. Der kleiner Mampfer. Jawohl. Leute, Ding macht auch noch so komische Geräusche. Nicht Geräusche, so komisches Wackeln, wenn man den bewegt. Finde ich jetzt ganz nice. Und der Laserweißer finde ich auch ganz nice. Und ja. Davon habe ich aber auch schon diesen. Nein, das war's nicht. Nein, hier genau, die Lavaschwinge finde ich auf jeden Fall mega nice, also besser als zum Beispiel dieser Laserbeißer. Also ich würde euch raten, das Lava Legends Pack zu kaufen. Ich könnte mir auch wieder V-Bucks aufladen. Und ja, das war's, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.